Hallöchen, meine lieben Zuschauer, da sind wir auch wieder mit einer neuen Folge unterm Tisch am Start. Am 1. Juli 9 Uhr und ich kann euch sagen, es sind auf jeden Fall fast alle Spieler gekommen. Die kommen, also es werden alle kommen auf jeden Fall. Hier gibt es noch einige, die ein bisschen später kommen, jetzt wo Kasinovic, Asambuya, Romario und Kolosov kommen, aber alle innerhalb der nächsten 4-5 Wochen zu uns. Sind dann auch alle 18, also ne, kommt man auch sowieso in die zweite Mannschaft. Dazu wird Tom Rothe uns, glaube ich, okay, noch nicht sicher verlassen, aber wir haben auf jeden Fall ein Angebot für Nnamdi Collins. Nicht direkt 5 Mille, aber immerhin, ihr seht ja, ne, das sollten die auch auf jeden Fall erreichen. Die 20 Liga-Einsätze, denke ich mal, schafft Collins auch für Mainz 05. Gucken wir uns mal an, wie die Transfers so bewertet wurden. Skeldrup 2 plus natürlich, Padilla auch eine 2. Das sind also die wichtigen, man sieht direkt 13,5 bis 19 Millionen Euro. Okay, der wurde in die zweite Mannschaft verschoben. Nee, der soll schon in die Jugend, der soll schon in die zweite auf jeden Fall, ganz klar. Zack. Also die ist immer noch ein bisschen klein, die Mannschaft. Ne? 1, 2, 3, 4. 18 Spieler, okay, okay. Ja, wobei einige von denen werden natürlich auch bald 18. Ihr wisst ja, dann schiebe ich sie immer gerne hoch. Bei Marcel Marx, naja, David Theodor Weiner. Naja, gut, Marcel Marx kann wirklich mal komplett weg, ne? Miguel Velez wird im Dezember 18. Ich glaube, dann werde ich ihn auch da auf jeden Fall hochholen. Jem Tok müssen wir auch mal gucken. So, jetzt sind wir hier in der zweiten Mannschaft. Da haben wir Collins und Padilla, wurde direkt auch da aufgestellt. Marc Scherer hinten links auch als Stamm-Linksverteidiger. Sehr, sehr gut. Was trainiere ich aktuell bei ihm? Das defensive Stellungsspiel soll auch so bleiben. Deckung soll auf jeden Fall auf 11 hoch. Dann haben wir noch Padilla. Der soll zum Ball spielenden Verteidiger, wie immer bei uns. Das ist ja ganz klar, defensive Stellungsspiel ganz wichtig, muss hoch. Ist nicht ganz so gut. Deckung und Stellungsspiel besonders, ne? Muss, muss, muss. Sollte zumindest auf 12 hoch, sagen wir es mal so. Beides, dann bin ich zufrieden. Kopfballtechnik ist nicht die beste, aber ja, am Ende wird er wahrscheinlich auch jemand sein, den man einfach dann teurer verkaufen kann. Ist ja auch klar. Oh, Drogo habe ich erstmal noch in der zweiten Mannschaft, weil wir natürlich auch erstmal noch nicht Alea verkauft haben. Da ist Skeldrup, Marktwert bis zu 129 Millionen Euro. Also, der Spieler ist einfach ein Granitchen. Da ein besser Flügelspieler, der kann einfach alles krass, ne? Halt wirklich nur hier das physische, Schnelligkeit, soll hoch und Antritt und dann auch so am besten auch noch ein bisschen. Und ansonsten kann man das schon fast so lassen, der Rest wird hoffentlich von alleine sich etwas verbessern, ne? So, dann versuchen wir es nochmal hier mit Sebastian Haller, dass er mal langsam hier Angebote kriegt, was noch immer nicht der Fall ist. Dazu können wir noch in der zweiten Mannschaft wieder gucken. Michel, bist du ja, der wird bei uns auf jeden Fall bleiben. Stammspieler bleiben. 24, 25, ah, doch, der war ja doch Stammspieler, okay. Trotz seines hohen Alters wird er bei der Autoaufstellung nie aufgestellt, aber am Ende spielt er dann doch. Collins soll ja gehen, Rothe soll gehen, dann haben wir noch hier mit Schulz und Reikhoff zwei Spieler. Bei Reikhoff muss ich sagen, schwierig. Philipp Schulz entwickelt sich kaum noch. Leider. Na, der entwickelt sich wirklich leider, leider muss man sagen, kaum noch. Haben wir noch Charles Herrmann, der wirklich nichts kann. Den kann man auch verkaufen, ganz im Ernst. Probieren wir es mal mit 250.000 Euro. Gustav Armbruch ist ja wirklich nur unser Ersatzkeeper. Dann haben wir noch Mario Martens. Ja, den will ich. Ach, der hat ja gar keinen Vertrag. Direkt mal auflösen. So. Man, es kommen ja noch vier Leute dazu. Im Zweiten mindestens. Stand jetzt. Ne? Kann ja noch ein bisschen mehr werden. Dann will man natürlich doch einen etwas kleineren Kader haben. Gut, keine Angebote. Endrick kann jetzt fließend Deutsch, ja, fließend sogar. Gut Deutsch, ja, okay, das ist in Ordnung. So, dann machen wir nochmal hier Charles Herrmann für 100.000 Euro. Dann haben wir wirklich hier Falco Michel, Rashidi und so weiter, können erstmal bleiben. Mal gucken. Ich denke mal, ein, zwei werde ich auf jeden Fall noch verkaufen wollen. Da sind Angebote, perfekt. 100.000 Euro. Ey, da sind 100.000 Euro, die man hat, ne? Gut, er verdient aber auch extremst viel. 351.000 Euro. Nun gut, das finde ich etwas übertrieben, um ehrlich zu sein.
Also, welche Verträge hier laufen aus? Philipp Rejczyk und Charles Hermann, aber du gehst ja. In der U19 gibt es ja auch einige. Irgendwas Krasses, wo man jetzt schon reagieren sollte. Nicht wirklich. Und in der ersten Mannschaft haben wir Alea, Süle und Özcan. Bei Niklas Süle, glaube ich, erstmal macht es schon Sinn, ihn auf jeden Fall zu verlängern, ganz klar. Auch solange es geht. Weil man muss natürlich erstmal einen Spieler finden, der so gut ist wie Niklas Süle, ne? Gut. Hat gut geklappt. Sadi Özcan. Erstmal behalten. Ja, das ist in Ordnung. So. Das ist in Ordnung. Aber man sieht immer noch keine Angebote für Alea, also wahrscheinlich wird er wirklich hier dann bleiben. Erstmal die Saison. Endrick ist wieder unzufrieden, warum? Weswegen ist Endrick jetzt unzufrieden? Spielt in ungewohnter Rolle. Stimmt, da haben wir ja mir was anderes versprochen, ne? Och, Mann. Mann. Ansonsten ist niemand unzufrieden, außer jetzt Mané, weil er auch natürlich wechseln wollte und es nicht darf. So, ein paar Testspiele machen geht auf jeden Fall. Dann ansonsten müssen wir wirklich warten, bis hier einiges vollführt wurde, also einige Transfers durchgeführt wurden. Stimmt, ich wollte ja noch gucken, wie viel wir auf dem Konto haben in Sachen Transferbudget. Wird einiges sein, aber da würde ich erstmal später gucken, wie, was, wo ich mir jemanden holen werde. Paris Brunner, nein. Collins, ja, die zahlen direkt 5 Millionen. Dann nehme ich alles andere nicht an. Ich will halt direkt das Geld haben, finde ich immer angenehmer. Aber das von Mainz ist auch noch in Ordnung, ne? So, wir haben aktuell ein Transferbudget von 63 Millionen Euro und da wird auf jeden Fall, das wird eher noch runtergehen, weil wir natürlich noch hier über 13 Millionen ausgeben. Na gut, dann gehen wir erstmal in Urlaub bis zum, ja, sagen wir mal 25. und gucken dann, wie es ausschaut und wir sehen uns gleich wieder. So, wir haben erstmal den 18., weil hier schon zwei neue Leute kommen und ich wollte schon mal gucken, wer alles schon gegangen ist. Oh, wir haben ein Angebot für Angebote, für alle Leihangebote. Nee. Darauf habe ich weniger Bock, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber wenn wir schon dabei sind, kann man ja nochmal versuchen, ihn anzubieten. Ist der Marktwert überhaupt nur so hoch? 11 bis 14 Millionen? Und dann komm. Gehen wir mal höher auf 12 Millionen, ne? Gehen wir mal höher auf 12 Millionen, ja. So, wir haben irgendein Angebot bekommen, für wen auch immer. Jürgen Bricks. Genau, das nehmen wir auch mal an. Ist auch einer aus der zweiten Mannschaft, der hier nichts zu tun hat. Oh. Also schon, der ist in der zweiten Mannschaft, aber hat an sich nichts wirklich mit zu tun, ne, was wir hier bei uns haben wollen. So. Hinzufügen zum Trainingslager. Intensivsprachkurs natürlich. Bei Kolorov. Und dann gibt es ja noch den anderen, den müssen wir auch noch dann reintun. So. Asambuya, Training, das war doch bei Training, wo man hier intensiv Sprachkurs machen konnte, ne? In der U19? Nee, ich tue den schon nach oben. Hm? Training? Macht er schon intensiv Sprachkurs? Scheint so, okay. Gut, dann Asambuya in die zweite, Kolosov in die zweite. Zack, so. Dann ist der Kader jetzt schon mal, oh ja, viel angenehmer, ne? Sind wir jetzt 19 Leute, es kommen noch zwei, dann sind wir 21. Es wird wahrscheinlich noch Jürgen Bricks gehen. Sehr angenehm. Genau, Philipp Rejczyk, ja komm, kann man auch wirklich verkaufen. Vertrag läuft aus, dann muss man nicht dann noch extra verlängern den Vertrag. Kann dann wirklich weg. Und dann denke ich mal, vielleicht noch ein, zwei Spieler weg und dann haben wir eigentlich einen ganz guten Kader, auch eine zweite. Ups, ich habe wohl eingestellt, dass alles abgelehnt wird. Stimmt, wir hatten ja mal eine Phase, wo
super viele Vereine ein Angebot gemacht haben. Aber wenn ich sehe, was für Vereine hier Angebote machen, können die ruhig auch mal eine halbe Million zahlen, oder? Eine halbe Mille kriegt er doch auch noch auf die Reihe, oder? Das kriegt er auch noch hin. So, na, komm. Na, kommt schon. Ihr seht, ich mache auch gerade so ein bisschen ein schnelleres Tempo, weil, ja, bei so vielen Tagen, wo keine Folgen kamen, kann man das auch, glaube ich, mal wirklich machen. Extra for you nehme ich mir die Zeit, noch hier und da zu schneiden. Ja, man sieht, ne, die Angebote für Mark Scherer, die werden immer besser, ne? Die werden immer, immer besser. So, und ich sollte natürlich auch das individuelle Training bei den neuen Leuten nicht vergessen. Ja, Stürmer, Stoßstürmer, inverser Flügelspieler auf jeden Fall, oder? Machen wir ihn eher zum inversen Flügelspieler. Unterstützen. Entscheidung sollte verbessern. Zack. Ist der nur Linksfuß? Ja, dann sollte er den schwachen Fuß trainieren. Dann haben wir noch Chiro Asambuya. Tackling 18. Deckung 13. Ich glaube, als Ballspielen da eher ein bisschen weniger gut. Könnte man so im zentralen Mittelfeld tun. Als Balleroberen, würde ich mal sagen. Verteidigend. Ja, unterstützen wäre, glaube ich, nicht gut. Ah doch, Passspiel ist ja sogar noch besser für ihn. Ja, sieht sogar richtig gut aus. Muss man sagen, richtig gut. Gut, gut. Doppelte Intensität, der kann eigentlich alles da schon recht ordentlich. Ja. Also muss man wirklich sagen, der kann die Sachen ganz gut. Konzentration, Mut, Nervenstärke, Entscheidungen. Ja, das muss er nicht unbedingt. Ohne Ball, Antizipation, Entscheidungen. Kann man trotzdem trainieren. Ja, das sieht auch schon gut aus. Also Asambuya muss man wirklich sagen. Überraschend gut, ne? Ja, und die, die hier in der zweiten Mannschaft sind, die ich geholt habe, die sind eher so als Gag. Als, ja, Lückenfüller muss man sagen, ne? Die sind wirklich Lückenfüller. Wobei hier wirklich noch zwei, drei Spieler auf jeden Fall fehlen, die man holen könnte. Wen gibt es denn hier sonst noch? Matheus Fernandes. Rodney, nein, nein, nein. Payam. Shariari. Aber natürlich viel zu teuer. Waylon Rennecke. Nee, nein. Nathan Pedersen. Das scheint wirklich gut zu sein. Christian Kantur, nein. Nein. Nee. Nö. Bostjan Ajelic. Innenverteidiger. Erstmal behalten. Ricardo Montesano. Ah, schon eher interessant. Ein Linksverteidiger. Aber wir haben doch schon Mark Scherer. Aber ich könnte ihn vielleicht sogar wirklich. Wirklich für Javi Lopez, ne? Wobei Lopez ist wirklich so überall besser, das ist doch nicht dein Ernst. Aber der ist erst 17, den muss ich ja eigentlich schon holen, ne? Mal vergleichen mit Mark Scherer. Wo ist er denn? Scherer da. Scherer offensiv besser. Ich muss den holen, tut mir leid. Aber der hat kein Interesse. Ja gut, dann. Puh, Entscheidung praktisch und selbst weggenommen. Ne? Sergej Binjaev, nein. Zoran Vukadinovic. Ja, sehr viel Zielstrebigkeit, ne? Der hat eine Ausstiegsklausel von 6 Mille. Ich hoffe nicht, dass sie so viel wollen, dann, weil dann hole ich ihn auf jeden Fall nicht. Das ist für mich klar. Gut, nee. Habe ich ehrlich gesagt wirklich keinen Bock drauf. Samuel Ricci. Hätte man sich vielleicht holen können, aber 57 Millionen, eher wenig. Scudo Crociato. Nee. Dion Cameri. Interessant, aber zu alt. Mohamed Ali Cho, nein.
Thiago Alexandre Castella. Boah, wir haben doch eigentlich genug im ZM, ne? Schwierige Entscheidung. Gonzalo González. Gonzalo González. Euer Ernst, dass er ihn so genannt hat. Bobby Duncan Pilkington. Who is that? Sogar ein echter Spieler? Dein Ernst? Nee, bestimmt nicht. Bestimmt kam der dann in den ersten Song als Juventus-Spieler. Oh. Robbie Duncan Pilkington, you are my man. I love you. Robbie, I love you. Der ist schon krass, ne? Schulterblick natürlich überall besser. Aber sind 7 Jahre dazwischen, ne? Ein Punkt, eins. Übersicht, okay. Ich glaube, den könnte man kaufen. Und dann einfach Mogala abgeben, ne? In der Luft besser. Der wird, glaube ich, schon krass sein. Der ist schon voll gescoutet. 1 plus, sagen die. Wobei, nee, ich habe irgendwie kein gutes Gefühl bei ihm. Nein! Gut, immerhin habe ich es bestätigt. Brissett. Oh, nee. Jack Tyson. John Grisales. Boah, also wirklich mal die Portugiesen mit ihren Spielern, ne? Das ist schon fast nicht mehr normal. Weil da habe ich natürlich Rüdiger Finnweg. Ich kann halt nicht jeden holen, das ist ja auch klar. Herrera. Angelo, ja, immer noch Angelo. Enzo Lefeil. Nein. Ryan Cherki. Nein. So, jetzt gucken wir einmal allgemein, was wir hier so haben. Hey, Tor wird immer noch angezeigt. Höfler. Puh, Filippo Ezequiel, der ist ja mental gesehen ja richtig krass. Ja, hinten rechts sehr gerne. Also Rechtsverteidiger, mal gucken, ob der Bock hat. Werden wir ja gleich sehen. Hm. Nach 10 Länderspiel einsetzen, eine Mülle. Hier eine Mülle. Auch nach 50 Liga einsetzen, gerne eine Mülle. Dann gehe ich mal auf 1,7. Wenderson. Kann beide Seiten, aber ist mir zu teuer. Marozano, nein. Jetzt allgemein mal gucken, was so ein ganz hohes Niveau ist. Davide Fratesi. Wer ist denn Davide Fratesi? Von dem habe ich noch nie was gehört. Halleluja. Mal mit so einem Özcan vergleichen. Ist natürlich besser als Sully. Aber ich glaube erstmal nicht. Kefrem Thuram. Diego Coppola. Hm. Natürlich auch sehr, sehr krass. Was für Flanken? Nein. So. Mit Schlotti vergleichen. Na, wo ist denn Schlotterbeck? Schlotterbeck. Ich finde manchmal komisch, dass sie nicht alle gezeigt werden, ne? Ah, doch, da. Ja. Schon insgesamt besser. Wobei mental ist Nico dann schon Mentalitätsmonster. Julian Alvarez kennt man natürlich auch, den guten. Danilo auch super. Kang In Lee. Ja, es gibt viele krasse Spiele natürlich. Nonny Madueke. Boah, Nonny Madueke, ja. Kumbula. Aber mental nicht ganz so gut. Ja, ey. Also, dass sie Malen und Guerrero nicht dazugezählt haben, ist schon ein Skandal, finde ich, ne? Hätte man schon ruhig zum 1.7. dann zuziehen können. Also zur aktuellen Saison, ne? Ich denke, ich lasse das erstmal so, oder? Erstmal so lassen.
Was war nochmal mit Alain? Den habe ich ja, glaube ich, angeboten für 12 Mülle. Warum? Achso, der will einen neuen Vertrag. Okay. Oh, der wird ja ganz gut. So, Option gezogen. Also, hast doch einen neuen Vertrag. Ja, okay, kriegst einen neuen. Einen richtigen neuen. Ist ja okay. Schlüsselspieler ist auch in Ordnung. Ausstiegsklausel nicht mal in deinen schlimmsten Albträumen. Also in meinen schlimmsten Albträumen. Nein! Ich hab's abgebrochen. Ey. Ja, ich wollte gerade Vertrag auflösen. Mann! Nun. Da müssen wir wohl ein bisschen abwarten. Sorry, Lukas. Du bist erstmal ein bisschen zu Recht sauer auf mich. Aber ist halt so. Wobei man könnte, glaube ich, wirklich überlegen, so einen anderen links außen zu holen, ne? Anstatt von Jamie Bynoe Gittens. Aber vielleicht warte ich wirklich mal, bis alle Transfers hier durch sind, um zu gucken, wie viel Transferbudget insgesamt da sein wird, ne? Rüdiger Finnweg. Krasser, krasser Spieler, ne? Sehr, sehr gut. Entscheidung 16. Wir haben so einige gute Talente, ne? Defensiv wie offensiv. Aber ich glaube, ersten offensiv, wobei defensiv jetzt auch natürlich hinten links mit Marc Scherer. Kein Spieler, den man unterschätzen darf, natürlich, ne? So, nochmal Angebote für Rejcik, schön. Ach, können wir wirklich mal überlegen hier mit Chetinkaya, ne? Gut, das wird angenommen. Ich rede über Finnweg direkt verletzt, aber zum Glück nur 2 bis 3 Wochen. Das geht ja noch. Ah ja, vielleicht sollte ich vielleicht noch ein paar Testspiele machen. Ich schaue mir gleich mal an, wie allgemein so das Niveau unserer Spielpraxis ist. Sehr gut, du willst kommen. Am 19.07. würde direkt kommen, also praktisch sofort. Du willst aber schon gut Geld verdienen. Genau, hinten rechts haben wir ja nicht so wirklich jemanden, wenn ich das richtig sehe, ne? 2 Top-Talente. Natürlich auch noch ein König, der was kann. Aber ihr seht auch so ein bisschen bei Uedraogo. Ich bin noch nicht so ganz von ihm begeistert, ne? Er hat noch Verbesserungspotenzial und er verbessert sich halt eben nicht. Also nicht mehr so krass. Warum? Was ist das für ein Bug? 41 Spiele. Natürlich 41 Spiele. Ist klar. Na gut, aber das war's dann, glaube ich, erstmal. Ne? 9-0 gewonnen, die zweite Mannschaft. Schön. So, Spielpraxis sieht gut aus. Trotzdem können hier die einen anderen auf jeden Fall noch spielen. Ja, komm, machen wir noch hier 3 Stück. Zack. Hier noch ein gegen Enteja. Punkt. Da darf ich nicht mehr am 30. Warum? Jetzt darf ich, okay. Auswärts gegen Schwenningen. Hatten wir nicht schon eins gegen Schwenningen? Nee, okay. Gut, 3 Testspiele noch. Der letzte Spieler, also die kommen jetzt am 28.07. Der Ezekiel kommt ja natürlich sofort, wenn er es angenommen hat. Und Romario am 4.08. Das heißt, wenn wir gegen Bayern spielen, sind alle da, bis auf Romario. Schön. Und ich denke, wir gehen auch direkt vor bis zum Spiel gegen die Bayern. Und haben dann schon fast auch einen rund erneuerten, muss man sagen, zweite Mannschaft. Wo wirklich wieder die Ältesten mehr oder weniger weg sind. Und es sind einige, die bald 20 werden. So, also ich gehe vor bis zum 2.8. Und für euch
geht es dann morgen weiter in der neuen Episode. Ihr seht, das geht jetzt super schnell hier bei mir, ne? Bei uns mit den Schnitts. Also, habt einen schönen Tag und morgen geht's weiter um Punkt 11 Uhr. Ciao, tschüss, euer Dento.